Wenn wir schon nicht im Fußball siegen, zwei Deutsche haben immerhin Siege über diese beiden Boxer hier als Amateur. Marco Rudolph schlug Oscar De La Hoya und Andreas Zülow schlug Sugar Shane Mosley beim Länderkampf im Jahre 92. Also ein bisschen was für die angeklappte deutsche Sportseele. Die drei Punktrichter, Pat Russell, Lou Filippo, Marty Salmon und der Ringrichter Lou Moret. Den durften wir ja vorhin ja schon bewundern bei den Instruktionen vor diesem großen Kampf. Tief durchatmen, noch einmal Weltmeisterschaft im Weltergewicht. From Staples Center, Los Angeles, California, ladies and gentlemen. In Los Angeles. Die allerletzten Instruktionen nun von Lou Moret. Die gute Linke von Oscar De La Hoya. Kann Shane Mosley sie vermeiden? Beide schauen an die Decke, schauen sich nicht in die Augen. Körpertreffer von Shane Mosley, das könnte ein gutes Rezept sein. Er ist schnell, er geht gut zum Körper. De La Hoya arbeitet gut mit der Linken. Vielleicht kann Mosley darunter wegtauchen, dann zum Körper durchkommen. Die Schnelligkeit ist das vielleicht hier der entscheidende Faktor. Die Weltmeisterschaft im Weltergewicht, 12 Runden hat begonnen. Rote Hose De La Hoya. Und er hat angekündigt, ich werde in die Offensive gehen, mich nicht mehr auf die Punktrichter verlassen. Angreifen, angreifen, angreifen. Die Rechte von Mosley gleich zu Beginn im Ziel. Und auch Mosley hat gesagt, soll er ruhig kommen, ich werde dagegen halten. Mit meiner Schnelligkeit werde ich ihn K.O. schlagen. Die rechte ansatzlos zum Körper, Shane Mosley. Da kommt er ganz gut durch. Wir schlagen da weiter auf den Hinterkopf. Shane Mosley, keine Ermahnung von Lou Moret. Gute Kombination. Dann kommt er durch mit der Führhand. Oh.
Wieder gute linke von Shane Mosley. Die Ermahnung jetzt an Shane Mosley, aufpassen mit dem Kopf da im Infight. Geht manchmal die Schläge nicht gerade zurück. Shane Mosley ist dann offen für Konter. Vielleicht hat die Möglichkeit für Delahoya gleich zu Beginn sich Respekt zu verschaffen, mal voll durchzukommen. Anfeuerungsrufe für Oscar Delahoya. Auf einen schnellen K.O. hat keiner getippt. Niemals wird Experten glauben, nach der 5. Runde frühestens. Die Handschuhe jetzt schon etwas tief bei Shane Mosley. Aber eine gute erste Runde. Ich würde mir schwer, mich da festzulegen. Ich würde sie an Mosley geben. Roberto Alcázar, Cheftrainer von Delahoya. Dakota, der Kampfmann. Zuletzt war immer häufiger zu beobachten, dass Delahoya nicht unbedingt auf die Anweisungen von Alcázar hört. Wenn der sagt, bring die Linke, dann kommt die Linke. Überhaupt nicht. Und wenn er sagt, schlag die Rechte, dann nimmt er heuer den linken Haken. Jack Mosley, der Papa von Sugar Shane, um ihn zusätzlich zu motivieren. Waren die beide heute Nachmittag noch der Fifth Avenue hier in L.A. Da liegen die Obdachlosen. Und Jack Mosley hat gesagt, siehst du, wie tief es hier geht, welche Chance du hast, etwas aus deinem Leben zu machen, nutze sie. Die zweite Runde. Steht auch sehr breitbeinig da in der weiten Auslage. Shane Mosley, dann kann er sich nicht wegbewegen. Gute Oberkörperbewegung, wechselt gerade kurz in die rechte Auslage, steht jetzt wieder normal. Da war mal die linke und die rechte. Im letzten Kampf wirkte Delahoya nicht ganz austrainiert, jetzt wieder feste Muskelmatte. Überraschend, Shane Mosley war schwerer beim Wiegen gestern. 66,678 Kilo, also genau das Gewichtslimit. Delahoya 66,4 Kilogramm. Reingegangen, vorbeigeschlagen und dann sind beide mit den Köpfen aneinander gestoßen. Die linke von Mosley. Und wieder die linke. Wenn Delahoya reingeht, selbst zum Körper gehen will, kommt der linke Haken von Shane Mosley. Setzt jetzt wieder ein bisschen mehr seine Beine ein, Shane Mosley. Aber man hat den Eindruck, da kann immer nur eins
zum selben Zeitpunkt. Entweder oben mit den Fäusten arbeiten oder unten mit den Füßen, aber im Zusammenspiel klappt das nur ganz selten. Gute Treffer von Delahoya. War die rechte drin. Und Alcazar ruft Ring die Führhand. Arbeite mit deinem Jab. So wie jetzt. Die Führhand gut im Ziel. Schöner Abtausch mit den Jabs zum Ende der Runde. Da hat man sehen können, beide haben diese Schnelligkeit. Nicht müde werden, so wie im Kampf gegen Trinidad. Auch das eine Ausrede vielleicht, eine Entschuldigung von Delahoya nach der Niederlage gegen Trinidad. Ich konnte meine Arme zum Ende nicht mehr hochhalten, sie waren müde. Dennoch bleibe ich dabei, für mich hat Delahoya den Kampf gegen Trinidad gewonnen. Ex-Weltmeister im Leichtgewicht Sugar Shane Mosley beim Verband IBF. 8 erfolgreiche Titelverteidigungen war in seiner Karriere. Amateur und Profi nie am Boden. Durfte nicht mit zur Olympiade 92, verlor vorher gegen Vernon Forrest. Gute Bewegung, das war zu Beginn der Runde, da seine Beine gut einsetzte, Shane Mosley wegging. Man kann zum Körper gut durchkam. Runde 3. Gute Rechte zweimal von Shane Mosley. Wieder kurz die Auslage. Immer mal wieder für eine Aktion. Aber immer dann, wenn er die Auslage zurückwechselt, also wieder normal steht, wird er getroffen. Die Rechte vom Golden Boy. Delahoya versucht sich auch immer wegzubewegen vom rechten Haken von Shane Mosley. Er hat zu Boden gerungen, kein Niederschlag im Schmidtkasten gehabt und deshalb musste Delahoya zu Boden. Gut gesehen von Lou Moret. Aber das, was jetzt hier passiert, das ist dieses Schachspiel. Vorher also pokern, jetzt Schachspielen. Ein bisschen pokern ist ja auch beim Schach dabei. Der linke Haken von Oscar Delahoya. Er rutscht manchmal, Delahoya. Vielleicht der Boden ein bisschen nass, die Schuhe vielleicht nicht genug aufgeraut. Da war der Versuch von Mosley und es kommt der Konter des Weltmeisters. Jetzt wieder rechts vorne Shane Mosley und wieder zurück. Für mich die zweite und die dritte Runde an Delahoya. Die Ecke des Weltmeisters.
Alcázar, Chuck Bodak und Joel de la Hoya, sein Bruder. Alleine schwierige Zeit durchzumachen, de la Hoya. Hat da ein paar Zivilklagen am Hals. Hier nochmal die Ringeinlage von Shane Mosley. Wie gesagt, dieses Golden Boy Image, das bekommt gerade ein paar Kratzer. Nicht nur durch die Niederlage. Es gab Geschichten, wo es hieß, er trinkt ein bisschen zu viel Alkohol. Es gibt eine Klage wegen versuchter Vergewaltigung. Die datiert noch aus dem Jahre 96 und diese Sache wird im August verhandelt. Alle, die damit zu tun haben, bis auf die 15-Jährige oder die damals 15-Jährige, sagen, das hat nie stattgefunden. Bleibt abzuwarten, was die Gerichte entscheiden. Ein bisschen mehr mit der Führungshand, de la Hoya jetzt. Um zu gucken, wie ist die Distanz? Ist das Haar genauso, wie ich sie brauche, um die rechte oder den linken Haken ins Ziel zu bringen? Oder muss ich noch ein bisschen mich näher anschieben? Versucht zum Körper zu gehen von Sugar Shane Mosley. Zweimal die rechte, auch ein bisschen mit der Innenhand und das zeigt auch de la Hoya an. Viel am Ringseil entlang, Shane Mosley. Wieder der Versuch zum Körper zu gehen, sah ein bisschen tief angesetzt aus. Die letzten Sekunden, wiederum das Klopfzeichen. Die auf Shane Mosley setzen, sagen, er ist hungriger, er ist heißer auf diesen Kampf. Er hat noch mehr Willen. Runde 8. Noch kein Niederschlag in diesem Duell. 4 Kämpfe, 4 K.O.-Siege will er machen in diesem Jahr, de la Hoya. Wild, wenn beide in den Schlagabtausch gehen. Ja.
des linken Hakens. Nicht voll durchgekommen, aber immerhin. Wieder auf den Hinterkopf geschlagen. Aber Lomo Red ermahnt nicht und deshalb sollte De La Hoya da einfach weitermachen. Gute, schnelle Schläge jetzt wieder von Shane Mosley. Wechselt wiederum die Auslage. So ist das ja beinahe von ihm gewohnt. Die ersten Runden stark, dann eine kleine Pause und dann zum Ende nochmal ein langer Endspurt. De La Hoya hat in seiner Karriere bereits gegen Rechtsausleger geboxt. Er weiß, wie er das machen muss, aber dieses Umschalten im Kampf, das kann manchmal Sekunden, manchmal Bruchteile von Sekunden kosten, auch in der Aktion selbst. Und das kann dann am Ende mitentscheidend sein. Man sieht jetzt, er kommt mit der Rechtsauslage von Mosley nicht klar. De La Hoya da auch anerkennend genickt hat für die gute Leistung in dieser Runde von Shane Mosley. Man ist sich da sehr sicher in der Ecke von Shane Mosley, dass dafür was wird, dass man hier den großen Favoriten De La Hoya entthront. Hier nochmal, das waren diese Schläge auf den Hinterkopf, aber De La Hoya würde besser daran, einfach weiterzumachen, anstatt da zu reklamieren. Die neunte, noch vier Runden. Also, ich schaue auf meinen Punktezettel, der natürlich völlig unerheblich ist. Bei mir unentschieden nach acht Runden. Hoffentlich nicht nach 12. Und es verstärkt sich der Eindruck, dass Shane Mosley jetzt mehr macht, dass er die Führhand häufiger bringt. Er geht immer noch die langen Wege aus hier rum, aber er schlägt häufiger. Da war wieder die Führhand kurz im Ziel. Der Mundschutz rausgeflogen von De La Hoya. Der wird jetzt ausgewaschen und dann wieder eingeführt. War das ein Versehen? Ist das ein Zeichen von Müdigkeit? Man muss auch nicht alles versuchen, etwas hinein zu interpretieren. Der linke und Mosley blinzelt, da war ein guter Treffer drin, er probiert wieder die rechte. Gute linke, klasse.
Klasse Schlag von De La Hoya. Ja, die rechte ein bisschen zu kurz. Versucht immer die Rechte, diesen Haken ins Ziel zu bringen. De La Hoya dreht sich da raus, deshalb landen viele von diesen Haken am Hinterkopf. Der linke Haken wieder im Ziel. Und gute Konterschläge von Shane Mosley. In den Nacken geschlagen. Also Shane Mosley, da muss er vielleicht doch ein bisschen aufpassen, wenn er einen Punkt abgezogen bekommt. Das könnte hier kampfentscheidend sein. Also im eigenen Interesse. Eine klasse Runde, die beste Runde bislang. Hier steht es nochmal, 8 Mal länger als 10 Runden im Ring gestanden. Was sagt so eine Statistik aus? Relativ wenig. Dann hat er nicht so oft gegen Shane Mosley geboxt. Auch nicht so oft gegen so bewegliche Leute. Colonel Whittaker war einer dieser beweglichen. Klasse Linke nochmal. Von Shane Mosley. Dazwischen. Aber ansonsten ein sehr faires Duell, er hat nicht viel Arbeit, der Mann aus Los Angeles. De La Hoya muss das Tempo verschärfen, muss mehr tun, sonst läuft er hier Gefahr, wiederum zu verlieren. Der Führhand, De La Hoya abgeblockt.
Mehr und mehr Schläge von De La Hoya gehen ins Leere. Und wieder die letzten Sekunden. Zu viel vorbei von De La Hoya. Für mich liegt Shane Mosley zu diesem Zeitpunkt vorne. Geh weiter zum Körper, fordert Jack Mosley. Chuck Bodak, der Mann im Hintergrund, fühlt die Augen verziehen. Keine Schwellungen bislang, also daran kann man auch ablesen, so groß ist die Schlagkraft nicht von Shane Mosley, zumindest nicht im Weltergewicht, denn zuletzt in den Kämpfen gegen Trinidad und Forte, da hatte De La Hoya ja doch einige Schwellungen. Die 11. Noch 2 Runden. Sehen die Punktrichter den Kampf so wie ich? Kann De La Hoya den Kampf noch umdrehen oder liegt De La Hoya vielleicht diesmal doch nach Punkten vorne? Diese Runden, die 11., die 12., sie werden über Sieg und Niederlage entscheiden. Wieder die Rechte. Er muss mehr tun. Wo ist die Führhand? Da geht viel vorbei jetzt von De La Hoya. Da steht er nicht richtig. Die Millimeterarbeit passt nicht. Gute Rechte. Viel vorbei. Die Beweglichkeit von Shane Mosley bereitet hier De La Hoya in den letzten Runden doch Riesenprobleme. Er sah zwischenzeitlich mal so aus, als ob er sich gut darauf einstellen könnte, aber jetzt Shane Mosley viel zu schnell und wieder mit der rechten Hand vorne in der Rechtsauslage. Damit hatte De La Hoya zuletzt ja große Probleme. Der beste Schlag von De La Hoya, der linke Haken. Wann kam er zuletzt durch? Noch 25 Sekunden in dieser 11. Runde. Es sieht so spielerisch aus, was Shane Mosley jetzt macht. Man muss nicht immer mit voller Kraft treffen. Hauptsache treffen. Und De La Hoya schlägt sehr verhalten. Und er hat ihm dazu genickt. Hat er sich da in seine Niederlage ergeben, der Golden Boy, oder hat er wieder Leute, die ihm sagen, du liegst komfortabel vorne? Die 12., die letzte Runde. Und
Shane Mosley wirkt immer noch frisch, wirkt immer noch schnell. Gute Körpertreffer jetzt wieder von Delahoya. Es wird wild. Beide mit den Köpfen zusammen. Da kommt sofort die Entschuldigung. Ja, da ist es wohl etwas rutschig auf diesem Sponsoren-Logo. Da sind beide schon mal ein bisschen gestrauchelt. Auch Delahoya zeigt jetzt an, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und jetzt beide in die neutrale Ecke, aber natürlich nicht in eine zusammen. Es wird ein Handtuch gefordert von Lee Moret und der wird das jetzt persönlich trockenwischen. Nasenbluten bei Oscar Delahoya. Die Zeit wird selbstverständlich angehalten. Und Delahoya versucht doch mal alles aus sich rauszuholen. Nochmal die Rechte von Shane Mosley. Für ein Fight! Er will die Rechte voll, er will Delahoya K.O. schlagen! Noch eine Minute und 30 Sekunden! Nochmal die Rechte! Volltreffer von Shane Mosley! Und wieder! Noch eine Minute! Nicht mehr von Oscar Delahoya. Die letzten Sekunden in diesem Kampf. Nochmal die Rechte von Shane Mosley. Gibt einen neuen Weltmeister im Weltergewicht und er heißt Sugar Shane Mosley. Hoffentlich sehen das die drei Punktrichter auch so. Marty Semmen, Lou Filippo, Pat Russell. Dieser Shane Mosley hat hier eine Sensation vollbracht. Für mich liegt er mit 4 Punkten vorne. 4 Runden Vorsprung für Sugar Shane Mosley, aber wer weiß, was die Punktrichter da sehen. Wie viele Punkte bringt Charisma, wie viele Punkte bringt finanzielle Zugkraft? Wir werden sehen. Was für ein klasse Fight. Die Schnelligkeit von Sugar Shane Mosley, den ich, das gebe ich hier in diesem Moment gerne zu, auch unterschätzt habe. Ich habe nicht geglaubt, dass er hier 12 Runden dieses Tempo durchgehen kann. Dass er so gut trifft, dass er die harten Schläge von Delahoya wegsteckt. Er war perfekt vorbereitet, perfekt eingestimmt. Da bin ich mal gespannt. Man hat zuletzt häufig daneben liegen können, wenn es um Punktwertungen ging. Für mich hatte Delahoya gegen Trinidad gewonnen, da haben die Punktrichter anders gesehen. Barrera gegen Morales ebenfalls und heute Mosley gegen Delahoya. Ich will nichts beschreien. Warten wir es ab. Also ein neuer Superstar. Es kann einen Rückkampf geben. Es gibt diese Rückkampfklausel. Wenn Delahoya verliert, dann soll es einen Rückkampf geben. Vielleicht im September, vielleicht im November. Ja, diesen Jahr ist wohlgemerkt. Auf jeden Fall Delahoya, das hochgestecktes Ziel für 2000. 4 Kämpfe, 4 K.O.s.
Das kann er sich abschminken. Kann froh sein, wenn es überhaupt 4 Siege werden. Jetzt bin ich gleich gespannt. Die Punktrichter Tessel, Michael Buffer mit dem Urteil. Lou Filippo scores the bout 116-112. He has it for Mosley. Erster Punkt ist an Mosley. Harley Salmon scores it 115-113. He has it for De La Hoya. Oh, weia. Vielleicht ein Unterschied. Russell scores it 115-113 for the winner by split decision. And new eine richtige Entscheidung und da habe ich schon gedacht, oh weia, jetzt erleben wir wieder ein Fehlurteil. Nein, Sugar Shane Mosley ist der neue Weltmeister im Weltergewicht. Ein 2:1 Urteil, knapper als das hat ausfallen dürfen. 115-113, der eine Punktrichter hat De La Hoya 2 Runden vorne. Die anderen beiden, einmal Mosley 2, einmal Mosley 4. Ich hatte auch Mosley 4. Von daher bin ich mit dem Urteil hier natürlich einverstanden. Ich hatte schon die Befürchtung.